Herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche, meine Damen und Herren. Das Bild aus dem New England Journal ist dieses. Es geht um eine 68-jährige Frau, die zum Herzkatheter soll. Und hier wurde ein Radialarterienzugang gelegt. Und die Kardiologen kamen an dieser Brachialarterie nicht vorbei. So haben sie sie dargestellt. Und wir sehen hier die ganze Brachialarterie hier, geht beinahe bis zur Axilla hier. Und das Ding sieht aus wie ein Korkenzieher oder sowas ähnliches. Und im Angebot sind Takayasu Arteritis, das können wir ausschließen. Da geht es um die großen Arterien, ganz großen Arterien. AV-Malformation kommt hier auch nicht in Frage, weil hier ist keine Verbindung mit irgendeinem venösen Gefäß. Brachialarteriestenose ist wohl richtig, da der Katheter da nicht durchgehen konnte. Irgendeine Stenose muss es ja sein. Arteriosklerotische Plaques in der Brachialarterie sind unbekannt. Und dies ist fibromuskuläre Dysplasie. Das ist so eine Erkrankung an mittelgroßen Arterien oder größeren, aber nicht riesig großen Arterien. Am häufigsten sind die Nierenarterien befallen, aber alle Arterienbette können befallen sein. Carotisarterie zum Beispiel ist auch bekannt. Und warum die fibromuskuläre Dysplasie sich an dem Arm von dieser Dame hier befindet, werden wir vielleicht nächste Woche herausfinden. Also das sollte die richtige Antwort sein. Und diese fibromuskuläre Dysplasie verursacht eine Stenose, sodass der Herzkatheter hier nicht vorbei kann. Also das ist der Gag an der Geschichte. Wir können uns die anderen Sachen hier ganz kurz mal angucken. Takayasu Arteritis. Takayasu war ein japanischer Augenarzt, der dies vor Jahren beschrieben hat. Und was hier passiert ist, Entzündung von den großen Arterien, die eine Elastika haben. Und das führt zu Verschlüssen. Hier am Abgang von der Aorta wird auch pulslose Krankheit benannt, weil die Pulse dann in den Armen nicht mehr so auffindbar sind und die Gefäße nach oben können auch betroffen werden und das ist, was dieser Augenarzt bemerkt hat. Also das ist es nicht. AV-Malformationen gibt es überall im Körper und unterschiedliche Beispiele davon, aber hier geht es um eine direkte Verbindung von einem arteriellen zu einem venösen Gefäß. Hier auch nicht der Fall. Brachialarterienverschlüsse können unterschiedliche Ursachen haben. Arteriosklerose wäre sehr, sehr ungewöhnlich. Hier ist ein Beispiel von jemand, der hier einen Embolus hatte zu der Brachialarterie. Das war in diesem Fall auch nicht. Aber die fibromuskuläre Dysplasie, Ursache ist immer noch unbekannt. Am häufigsten sind die Nierenarterien betroffen und das kann zu Hypertonie führen. Also das war das. Und periphere Arterie, Verschlusskrankheit würden wir die unteren Extremitäten erwarten und der große Risikofaktor ist Rauchen. Na gut. Um die Weihnachtszeit im New England Journal war dieses Paper, das für Herz-Kreislauf-Medizin wichtig ist und es geht darum, was macht man mit Patienten mit Vorhofflimmern, wenn die jetzt ein akutes Koronarsyndrom kriegen oder ein ST-Streckenhebungsinfarkt und müssen zum Herzkatheter. Die sind dann überwiegend mit irgendwas antikoaguliert. Vitamin-K-Antagonisten sind am häufigsten. Und dann wird ein Stent reingelegt und dann Antiplättchentherapie soll man P2Y12-Inhibitoren würde man eigentlich immer geben und dann ASS noch dazu und dann hat man eine Dreifach-Antikoagulation und das erhöht das Blutungsrisiko und das ist so ein Dilemma für die invasive Herz-Kreislauf-Medizin. Natürlich wollen die lieben Firmen auch Anti-10A-Inhibitoren verkaufen, die oral verabreicht werden könnten und vielleicht hätten die hier einen Vorteil und so haben sich die Hersteller von Rivaroxaban sich das auch vorgestellt. So ist eine große randomisierte Studie durchgeführt worden an 2236 Patienten mit Vorhofflimmern, die zum Herzkatheter mussten wegen irgendeiner
Patientintervention. Und diese Patienten sind randomisiert zu drei Gruppen. Und Gruppe 1 kriegt niedrig dosiertes Rivaroxaban 15 Milligramm täglich. Die haben dann auch einen P2Y12-Inhibitor gekriegt. Und in Gruppe 2 haben sie sehr niedrige Dosen oder relativ sehr niedrige Dosen von Rivaroxaban gekriegt. Hier haben sie aber eine doppelte Antiplättchentherapie gekriegt. Das heißt, sie haben P2Y12-Inhibitor gekriegt und auch ASS dazu. Und dann die dritte Gruppe hat das Übliche gekriegt, Vitamin K, Fenfurkumon oder Warfarin und eine doppelte Plättchenhemmung. Und es ging hier eigentlich um die Nebenwirkung Blutung. Und das Bluten wurde ausgewertet nach TIMI-Kriterien, werde ich Ihnen gleich zeigen, wie das geht. Also hier sind die Patienten und sind im Durchschnitt sind sie 70 Jahre alt und Männer und Frauen sind beide da und manche rauchen noch und Kreatinin-Clearance, es geht eigentlich so und die P2Y12-Inhibitoren, die sie gekriegt haben, Clopidogrel, Prasugrel und Ticagrelor. Und was sie hatten, nicht STEMI-Infarkt oder ein STEMI-Infarkt oder instabile Angina pectoris, das waren die Gründe für die Intervention. Und dann Blutungskomplikationen sind nach TIMI-Definitionen hier erfasst, großes Bluten und die Definition ist hier gegeben, können Sie sich das genau in Ruhe mal angucken, wenn Ihnen das nicht bekannt ist. Und Blutungen, die irgendeinen medizinischen Einsatz her benötigen, durch zum Beispiel Nasenblutung, Nasalpackung, Endoskopie, Kolonoskopie, was man alles unternehmen würde für eine Blutung, das wurde alles auch ausgewertet. Dann hat man sich natürlich interessiert, was war die Qualität der Fenfurkumon oder Antivitamin K-Behandlung? Und was wir hier sehen, ist unterschiedliche Zentren, die hier daran teilgenommen haben, die sind dann die Leute in Gruppe 3. Und tatsächlich war die Hemmung von Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren, das heißt INR-Werte im grünen Bereich, ähnlich über diese sämtlichen Zentren. Na gut, was kam dabei raus? Nicht viel. Gruppe 3 ist hier in grün und die haben tatsächlich so 30%. Das ist ein relativer Unterschied. Mehr Komplikationen, Blutungskomplikationen gehabt im Vergleich zu den beiden Rivaroxaban-Gruppen, die niedriger lagen. Hier ist die Welt in Wirklichkeit und hier so sehen die Kurven aus, wenn man das hochspreizt. Also eigentlich 20% vielleicht bei der Fenfurkumon-Gruppe und 15% bei den beiden Rivaroxaban-Gruppen. Dann als sekundärer Endpunkt geht es um Kreislaufereignisse und die waren eigentlich selten. Das heißt Stentverschluss oder Schlaganfall oder wiederholtes Ereignis oder wiederholte Eingriffnotwendigkeit und ähnliches. Und hier lagen alle drei Gruppen ähnlich. So folgern die Sponsoren, dass Rivaroxaban mit weniger Nebenwirkungen, Blutungen und so weiter behaftet ist im Vergleich zu einer Warfarin-basierten Antikoagulation, wo man eine Zweifach-Antiplättchentherapie gegeben hat. Und hier sind die Endpunkte alle ausgewertet. Auf dieser großen Tabelle können Sie sich in Ruhe mal angucken, was für Blutungskomplikationen da vorlagen und so weiter. Und eine Redaktion gab es über diese Arbeit auch. Und der Kardiologe, der diese Studien dann diskutiert, überlegt sich, ob vielleicht mit einer Rivaroxaban-Therapie im Vergleich zur Warfarin-Therapie könnte man vielleicht auf ASS verzichten und nur mit P2Y12 Hemmung fahren, aber das ist noch nicht ganz so klar. Also das dazu. Sollten Sie vielleicht darüber in dieser Klinik Bescheid wissen, über dieses Thema und das weiter diskutieren. Dann ist eigentlich etwas Erfreuliches, so eine epidemiologische Arbeit. Was passiert in Afrika mit
Falciparum malaria zwischen 1990 und 2015. Und die Weltgesundheitsorganisation und die Bill und Melinda Gates Stiftung beschäftigen sich ja sehr mit der Malaria-Unterdrückung in Afrika. Bringt das was? Und erfreulicherweise bringt das sehr viel. Dieses Schwarze hier unten in Südafrika, die haben kaum Malaria. Aber in Zentralafrika, gerade so nach 2005, fällt Todesursache von Malaria in Gesamtzentralafrika rasant ab. Und das hier können Sie hier diese unterschiedlichen Länder hier, aber es fällt in allen Ländern ab. Und das ist etwas Erfreuliches, so dass in 1990 und 2000 waren diese Bereiche in Zentralafrika sehr, sehr betroffen von Falciparum malaria, und das Ganze bewegt sich langsam von diesem Bereich in einem gelben Bereich, wo die Todesfälle von Malaria viel weniger sind. Das wird natürlich dazu beitragen, dass eine Bevölkerungsexplosion, es ist ja erwartet, dass in 50 Jahren die Population von dem ganzen afrikanischen Kontinent sich verdoppelt, und dieser Erfolg wird auch dazu beitragen. Warum Sichtbarkeit bessere Behandlung oder Alles. selbst? Moskitonetze, Sprühs und Sprays, aber es geht nicht um Einsatz von neuen Malaria-Medikamenten. Wir wissen, dass Artemisinin da Resistenz ja vorkommt, überwiegend in Fernost, aber es geht weniger um die medizinische Behandlung von Malaria-Fälle als Vorbeugungsmaßnahmen. Ein Review im New England Journal, dies finde ich eigentlich erschütternd. Und dies beschäftigt mich sehr. Ich möchte Sie nicht damit allzu sehr belangweilen, aber es geht um Schmerztherapien in Nordamerika, wo mittlerweile die Todesursachen durch Opioid-Komplikationen in USA über 20.000 pro Jahr liegen. Das ist sogar mehr als Schusswaffen und sicherlich mehr als Autounfälle. Also dies ist ein Problem. Was ich eigentlich nicht so verstanden hatte, ist das neonatale Abstinenzsyndrom. Das heißt, Neugeborenen, die zur Welt kommen und ein Entzugsphänomen aufweisen wegen Opiatvergiftung, liegt auch bei 21.732 Neugeborenen in Amerika, Entzugsphänomen bei der Geburt. Und man fragt sich, wozu brauchen diese Frauen im gebärfähigen Alter irgendwelche Schmerztherapien? Was haben die denn eigentlich? Ich glaube, die Amerikaner haben ein Rad ab. Und dies hat sich radikal verschlechtert, seitdem ich das Land verlassen habe. Ich glaube, da es könnte vielleicht ein direkter Zusammenhang sein, dass die so einen Schwachsinn machen, dass diese Frauen im gebärfähigen Alter irgendwelche Opiate verschrieben bekommen für irgendwelche Schmerzmittel. Also ich fand dies ist erschütternd, und man sollte vielleicht, hier ist die Symptomatik. Man hat auch keine Ahnung, wie man mit diesen Neugeborenen umgehen soll. Soll man denen Methadon verabreichen oder Buprenorphin oder ähnliches? Es gibt keine randomisierte, kontrollierten Studien dazu, und es ist alles ein furchtbares Desaster, und Sie können darüber lesen. Es geht weiter mit Schmerzen. Ich habe gerade ein Interview mit Newt Gingrich gehört. Die wollen Riesenprogramme machen, weil ja gerade die großen Staaten davon betroffen sind, für die Opioid-Abhängigkeitsbehandlung. Was wollen Sie denn machen? Ah, das ist Nicht natürlich. Methadon. Er Newt war nur damit Gingrich ist ja beschäftigt. auch nicht hoch auf meiner Liste als Das habe ich Lieblingspolitiker. auch gedacht, aber er hat immer noch was zu sagen. Es ist erstaunlich, dass er noch was zu sagen hat. Nämlich, er hat so viel dummes Zeug in seiner Karriere geredet, das ist unvorstellbar. Na okay, jetzt geht es um Arachidonsäurenstoffwechsel, das über Cyclooxygenasen läuft. Und von dieser Sorte gibt es zwei, COX-1 und COX-2. Und COX-1 läuft die ganze Zeit. Und COX-2 ist induzierbar und geht mit Entzündung einher. So könnte man sich dann vorstellen, dass wenn man COX-2-Inhibitoren entwickeln könnte,
dann könnte man Entzündungen und die Schmerzen, die damit einhergehen, eher bremsen. Und man könnte die guten homöostatischen Funktionen, like wie Magenschutz und Nierenfunktion und ähnliches, nicht beeinträchtigen. Und zu diesem Zweck sind vor 30 Jahren COX-2-Inhibitoren entwickelt worden von der lieben Pharmaindustrie. Und die haben sich auch sehr bemüht, diese Sachen zu vermarkten, mit enormem Erfolg. Und ein Problem war Rofecoxib. Der Handelsname ist Vioxx, so hieß es auch in Deutschland. Und das ist ein sehr effektiver COX-2-Hemmer und effektiv bei Schmerzbehandlungen, alles Mögliche, mit weniger Magen-Darm-Beschwerden behaftet. Aber in 2004 kam es zum Tageslicht, dass die Anwendung von Rofecoxib Herz-Kreislauf-Risiko verschlechtert. So ist Rofecoxib oder Vioxx vom Markt entzogen worden. Und das ganze Skandal geht darum, dass man vermutet, dass die liebe Firma MSD diese Ergebnisse, so gut sie konnten, vertuscht haben. Und die mussten auch vor dem amerikanischen Kongress auftreten, die Leute vom MSD. Und die mussten erklären, warum sie 200 Millionen Dollar für Vermarktung von Vioxx herausgegeben haben, wenn sie schon wussten, dass es mit Vioxx irgendwelche Probleme gab. Und eine nette Schlittschuhläuferin, habe jetzt vergessen, wie die heißt, Dorothy Hamill, sehr bekannte amerikanische Schlittschuhläuferin, Olympiade, vor 20 Jahren hat sie viel gewonnen. Und die ist auch eine große Befürworterin für Vioxx gewesen. Warum Schlittschuhläuferinnen Schmerzmittel brauchen, ist mir nicht, leuchtet mir nicht sofort ein, aber anscheinend scheint das der Fall zu sein. Jetzt geht es um Celecoxib, was das zweite Medikament, das häufig angewendet wird, das eine COX-2-Inhibition aufweist. Und die Hersteller von Celecoxib möchten, die jetzt diesen ganzen Markt im Prinzip in den USA beherrschen, wollen natürlich nicht, dass ihr Präparat das gleiche Schicksal hat wie Rofecoxib. Eigentlich, es ist mir nicht ganz klar, wie diese beiden Präparate voneinander unterschiedlich sein sollten. Sie hemmen beide COX-2, außer es ist eine Dosisfrage, aber ich bin hier nicht der Experte. Also hier ist diese riesige Studie durchgeführt worden, 8000 Leute in jeder Gruppe. Und es geht um einen Vergleich zwischen Celecoxib, das ist COX-2-Inhibitor, Naproxen oder Ibuprofen für Patienten mit Arthritis, die vermutlich, und in meinem Alter haben alle Leute Arthritis, die vermutlich irgendwelche Schmerzen erleiden. Und es ging um Herz-Kreislauf-Tod als der primäre Endpunkt, und dann haben sie auch Magen-Darm-Komplikationen und ähnliches hier auch ausgewertet. Und alle dieser Leute haben Esomeprazol bekommen als Magenschutzpräparat. Okay, also so ist das aufgebaut worden. Das ist natürlich von einer netten Firma gesponsert worden, diese Arbeit. Ob das einen Einfluss hat aufs Ergebnis, ist dahingestellt. Hoffen natürlich nicht. Und hier sind die Leute. Es sind alle so um die 60 und beinahe zwei Drittel sind Frauen und unterschiedliche Sorten von Amerikaner. Body Mass Index auch ziemlich kräftig, alle über 30%. Ist ja schließlich eine amerikanische Studie. Osteoarthritis haben sie. 10% sollen Rheumatoid Arthritis haben. Und die Hälfte schluckte auch ASS, was natürlich Auftreten von Risiken erhöht. Und Blutdruckwerte und alles andere hier ist in diesen drei Gruppen gleich verteilt worden. Und was mich irritiert hat, habe ich hier in Rot dargestellt. Diese Studie dauerte 10 Jahre. Und in dieser Zeit haben 70% der Patienten aufgehört, das Zeug zu nehmen, was auch immer ihnen verabreicht worden ist, Ibuprofen oder Celecoxib oder was weiß ich. Und entweder sind die alle auf Oxycodon übergegangen,
Oder die Schmerzen waren gar nicht so schlimm und sie brauchten nichts. Ich verstehe es nicht. Aber das ist tatsächlich in der Studie passiert, dass 70% haben das Primärpräparat über diese 10 Jahre sowieso aufgegeben. Ich würde denken, dass das das Ergebnis vielleicht beeinflussen konnte. Aber im Prinzip, was dabei rauskam, ist kein signifikanter Unterschied in das primäre Ergebnis, was sowieso kaum auftrat. Hier ist die Welt in Wirklichkeit und hier ist, so sieht es aus, wenn es ein bisschen mehr gespreizt ist. Ibuprofen ist hier in Orange, Celecoxib ist in Grün und Naproxen ist hier in Blau. Aber was wir hier sehen, ist in der Tat, obwohl diese Leute mutmaßlich alle Protonenpumpenhemmer kriegten oder es ist ihnen wenigstens angeboten worden, Celecoxib hat weniger Magen-Darm-Beschwerden verursacht als die anderen Präparate. Und Aber auch das nur ein auf 200. War noch 0,5%, oder? wir haben hier ja einen Vergleich zwischen 1% und 2%. Klinisch ist das jetzt nicht gerade vom Hocker werfend. Also, Celecoxib wird wohl bleiben. Das war das. Eine Frage. Warum ist Novalgin eigentlich nicht so verbreitet? Wie heißt das nochmal mit Metamizol ist in den USA nicht zugelassen, weil es sehr, sehr selten, aber es ist mit aplastischer Anämie oder mit hämatologischen Nebenwirkungen behaftet. Ob das wirklich stimmt oder nicht, ist dahingestellt. Nämlich die Hälfte der Länder der Welt ist es zugelassen. In Deutschland an der Charité ist es und das weiß ich aus sehr gutem Grunde, es ist das häufigste Medikament überhaupt, das angewendet wird. Auch weil die Leute so an Schmerzen leiden. Ich weiß gar nicht, wer das herstellt. Ich gehe. Aber Metamizol ist in den USA nicht zugelassen. So interessiert es die nicht. Und Ihre Meinung zu. Ich habe keine Meinung. Ich glaube, man sollte keine Pillen schlucken. Außer, na, wenn man jetzt nicht damit anfangen. Hier geht es auch um Eicosanoide und aus unterschiedlichen Gründen, also erstens, kleine Kinder haben Brummen und Gimen. Das ist Bronchospasmus aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal, viele haben es dann auch wiederholt und das nennen wir halt Asthma. Und hier geht es darum, mit dem Gedanken, dass wenn man diese Kleinkindern mit Omega-3-Fettsäuren füttert, anstatt Omega-6-Fettsäuren, dass das Risiko, dass sie Brummen und Gimen entwickeln, weniger sein könnte. Und eben Omega-3-Fettsäuren, das ist im Prinzip Fischöl. Das ist das Thema von Wolfhagen Schunk und vielleicht würde diese Arbeit ihn auch interessieren. Und was hier gemacht worden ist, ist, hier sind 736 Schwangere. Die sind dann nach der 24. Schwangerschaftswoche randomisiert worden zu einer N3 oder einer Fischölbehandlung oder einer Olivenölbehandlung. Und meines Wissens ist Olivenöl soll auch sehr gesund sein. Und dann hat man dann die Neugeborenen dann für 3 Jahre beobachtet, um zu sehen, wie viele kriegen Brummen und Gimen oder Asthma. Und Donnerwetter, die Anwendung von Fischöl hat das Auftreten von Brummen und Gimen relativ als Risikoabsetzung 30% herabgesetzt. Sieht nicht schlecht aus, fand ich. Und hier ist ein bisschen mehr Details darüber. Statistische Vergleichung. Und wie könnte man das erklären? Und stellt sich raus, das wissen wir, bestimmte Eicosanoide wie die Leukotriene gehen mit Asthma einher. Und wenn man N3-Fettsäuren schluckt anstatt
andere Fettsäuren, dann ist die Produktion von Leukotrienen, die durch Metallucase zum Beispiel gebremst werden, wird herabgesetzt. Gut, prima, fand ich gut. Dann eine Studie aus dem New England Journal, geht es um Bypass-Operationen. Und die Chirurgen machen ihr Bestes, eine Arteria mammaria auf den Riva zu verpflanzen, und die anderen Gefäße werden dann mit Venenbypassen versorgt. Und die Idee ist, vielleicht wäre es besser, was technisch eine ziemlich Herausforderung ist, ist beide Arteria mammaria oder Thorakalarterien hier anzuwenden. Aber das geht mit mehr Wundinfektionen einher und keine randomisierten, kontrollierten Daten dazu, und ist auch technisch ein ganzes Stück schwieriger, und dann würde das die Länge der OP auch beeinträchtigen. So sind hier diese 3000 Leute, die für Bypass-Operationen in Frage gekommen, randomisiert worden zu einem Mammaria Arteria mammaria Bypass oder zwei Arteria mammaria Bypass. Und kein Unterschied. Also es sieht so aus. Aber da waren mehr Komplikationen bei zwei Arteria mammaria Bypass im Vergleich zu einem. Aber Endergebnis über 5 Jahren, erstens Auftreten von Gesamtmortalität und gar nicht so schlecht. Weniger als 10% der Leute sind gestorben nach 5 Jahren, die sind ja alles ältere Menschen. Und wenn man hier Schlaganfall, Myokardinfarkt und andere Sachen hier mit einschließt, sind es auch ungefähr nur 10% und kein signifikanter Unterschied. Und in diesen unterschiedlichen Gruppierungen konnte man auch keinen signifikanten Unterschied hier feststellen. Also ein Arteria mammaria Bypass scheint zu reichen. Neurofibromatose. Die ist eine autosomal dominante Krankheit, leider gar nicht so unhäufig. Haben wir auch in der Klinik gehabt. Kann man diagnostizieren, weil die Leute diese komischen Hautknüppel haben oder Neurofibromen. Die haben auch Café au lait Flecken und die haben Sommersprossen unter den Achselhöhlen. Und die haben auch Irisveränderungen. Hab vergessen, wie die Flecken heißen, aber ich zeige sie gleich. Und die genetische Ursache ist, ich kann nur sagen, ist verdammt kompliziert und ich verstehe es nicht ganz, aber was darüber bekannt ist, habe ich hier aufgetragen. Aber Neurofibromatose ist eine ziemlich schlechte Sache, obwohl diese Tumoren benigne sind. Es kommt darauf an, wo sie liegen. Hier sind diese Lischknötchen hier auf dem Iris hier zu sehen. Und hier sind Café au lait Flecken. Aber wenn diese Neurofibromen hier an der Wirbelsäule liegen, dann führt das zu Skoliose, und die wuchern auch im Gehirn und ähnliches oder hinterm Auge, und ist alles sehr verdrießlich, und kann man diesen Leuten was bieten. Und es stellt sich heraus, dass die Signaltransduktion durch die Mutationen, die zu diesem Wachsen von diesen Tumoren führt, über MAP-Kinasen läuft. Und so hat man halt einen MAP-Kinasen-Hemmer probiert bei Patienten mit Neurofibromatose. Und Selumetinib, so heißt der, und das ist ein MAP-Kinasen-Hemmer, ist an diesen 24 Patienten ausprobiert worden. Es ist nicht eine randomisierte, kontrollierte Studie. So viele Patienten mit diesem Krankheitsbild zu finden, ist sowieso nicht ganz einfach. Aber bei den meisten war der Wachstum dieser Tumoren sogar rückläufig. So zum Beispiel, dass bei diesem armen Kind mit dieser schrecklichen Skoliose und dieser Ungleichmäßigkeit, die ist besser geworden. Und vielleicht haben an diesen armen Patienten doch irgendwas zu bieten. Dann in der Krebstherapie, das ist T-Zell-Klempnerei, Engineering. Und was hier gemacht wird, ist, der T-Zell-Rezeptor wird hier umgestellt. Chimerische Antigenrezeptoren werden hier eingebaut, sodass die gebastelten T-Zellen dann den Tumor angreifen. Das ist der Gedanke. Und diese werden KC-T-Zellen genannt.
Und kleines Schema, wie man das macht, man holt die eigenen T-Zellen aus diesen Leuten raus, bastelt die rum und gibt die dann den Patienten wieder zurück. Das ist so der Gedanke, so dass diese T-Zellen, die sollen dann den Tumor angreifen. Und das ist hier bei diesem, dies ist ein Fallbericht. Dieser Patient hat, wie Sie hier sehen können, hat ein Glioblastom, ziemlich unerfreulich. Die sind häufig multifokal und bei ihm sind die T-Zellen rausgenommen worden und haben hier ein besonderes Konstrukt, IL-13-Rezeptor Alpha-2, gezielt, um diesen Glioblastom anzugreifen. Und das wird dann mit unterschiedlichen Kopplungsmoleküle und alles Mögliche hier gemacht. Und was wir hier sehen können, ist diese Tumoren sind kleiner geworden. Hier, da, da und beinahe verschwunden. Aber leider kamen sie wieder, weil der Tumor hat gelernt, diesen Rezeptor nicht mehr zu exprimieren, dann wurden die T-Zellen verwirrt. Aber als Prinzip sieht dies schon ziemlich interessant aus. Und dies ist so ein Renner in der Krebstherapie, wenn andere Mittel nicht mehr helfen. Und der Patient hat hier an dieser Studie bei NIH teilgenommen und die Kinetik von den T-Zellen, wie lange sie dann noch vorhanden sind, und die müssen dann intrathekal verabreicht werden, aber darum ging es in diesem Fallbericht. Dann im nächsten New England Journal ging es um akutes Nierenversagen bei Kindern. Kein Grund zu glauben, dass irgendwie das anders läuft als akutes Nierenversagen bei Erwachsenen. Und es gibt eigentlich viele Studien dazu, aber anscheinend noch keine prospektive Auswertung. So ist das gemacht worden. Dies sind lauter arme Kinder, die intensivstationenpflichtig waren. Und dann Auftreten von akutem Nierenversagen oder Acute Kidney Injury, wie das jetzt heißt, wurde durch Cardigo-Kriterien hier definiert. Und Sie werden sich daran erinnern, wie das abläuft. Im Prinzip geht es darum, wie vielfach steigt Plasma-Kreatinin und hören Sie auf, Urin zu produzieren oder auch nicht. Und dann, wenn Sie oligurisch sind, wie lange, kann man das dann auswerten, in welchem Stadium Sie sind. Und hier sind die armen Kinder und was die alles hatten, die hatten ganz schlimme Sachen aus Trauma und Schock und Herz-Kreislauf-Versagen und immunologische, viele hatten auch Krebs und alles Mögliche. Und das Auftreten von akutem Nierenversagen war gar nicht selten in allen Stadien, die man sich vorstellen kann. Und die Notwendigkeit von Nierenersatztherapie ist hier auch gezeigt. Und was man sich vorstellen kann, ist, Patienten überleben, war auch abhängig, wie viele Tage sie auf Intensivstation sein mussten. Und wie man sich das auch vorstellen könnte, AKI Stadion 3 fährt schlechter als AKI Stadion 1. Und ich dachte eigentlich, diese Ergebnisse sind gar nicht so unterschiedlich, als was man bei Erwachsenen erwarten würde. Dann gab es wieder einen Versuch, Ticagrelor gegen Clopidogrel. Es geht hier wieder mal um P2Y12-Hemmung führt das zu ein unterschiedliches Ergebnis und ist ein Präparat, was Komplikationen anbelangt, besser als ein anderes Präparat. Und zu der großen Enttäuschung von den Freunden von Astra war Ticagrelor nicht besser als Clopidogrel. PCSK9, Proprotein-Konvertase Subtilisin-Caxin-9, ist ein Begleitprotein von dem LDL-Rezeptor, das zum Abbau des LDL-Rezeptors führt. So wird LDL-Rezeptorexpression auf Leberzellen geregelt. Und die Idee ist es, dass wenn man PCSK9 hemmt, was man mit Antikörper machen kann, dass die Expression vom LDL-Rezeptor vergrößert wird und das LDL-Spiegel dann weiter senken.
kommt vielleicht in Frage für Leute, die auf Statine nicht ansprechen, wie viele Patienten mit genetischer familiärer Hypercholesterinämie, bei denen kann das der Fall sein. Also PCSK9 ist ein ganz heißes Eisen in der Lipidtherapie und wir haben schon mehrere Studien angeguckt, auch eigentlich, wo harte Endpunkte in Betracht gezogen worden sind, mit einem Antikörper gegen PCSK9. Jetzt, man könnte vielleicht PCSK9 auch dessen Synthese hemmen, indem man das RNA von PCSK9 irgendwie unterbindet mit einem Interferenz-RNA. Und das ist hier ein bisschen schematisch dargestellt. Die haben ganz witzige Strukturen. Diese Methode wird in der experimentellen Forschung, um Gene zu unterdrücken. Aber mittlerweile ist man so weit, dass man, und das ist ja eigentlich im Prinzip eine echte Gentherapie, man unterdrückt das Gen für die Expression von PCSK9, indem man ein Interferenz-RNA verabreicht. Das ist hier auch gemacht worden. Und dies sind normale Menschen, Freiwillige. Dies ist eine Phase 1-Studie. Unterschiedliche Dosierungen von diesen Interferenz-RNA gegen PCSK9. Und man hat geguckt, was ist hier an Nebenwirkungen, wird das überhaupt vertragen und was ist die Effizienz von dieser Therapie? Und sie ist beträchtlich. LDL-Cholesterin bei diesen normalen Menschen ist 75% gefallen. Und alle Dosierungen hatten einen Effekt. Und dies ist eine Einzeldosis und mit mehrfachen Dosen, wow. Und die Nebenwirkungen ging es meistens um lokale Irritationen, wo das Zeug unter die Haut gespritzt wird. Und das sah ziemlich eindrucksvoll aus. Und wir haben hier Ergebnisse, dreiviertel Jahr, nicht schlecht, fand ich. Also PCSK9 kann durch Interferenz-RNA auch unterdrückt werden und das hat vielleicht irgendeinen Vorteil im Vergleich zu einer Antikörpertherapie, nämlich man macht vielleicht Antikörper gegen die Antikörper etc. Ein Review im New England Journal war die arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie und dies ist ein Review und Placoglobin, was von Herrn Tierfeller identifiziert worden ist, ist hier auch vertreten und andere Gene, die diese arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie auslösen können. Und das wird dann alles in diesem Review diskutiert. Und dann Fall im New England Journal ist dieser. Und es geht um eine 35-jährige Frau, die geht zu einer Party und fährt dann nach Hause und schlagartig plötzlich entwickelt die eine Temperatur von 39 Grad und kriegt Rückenschmerzen und geht ihr ganz schlecht und explosive, nicht blutige Diarrhoe. Nicht sehr gesellschaftsfähig, okay. Sie geht zu einer Notaufnahme. Und die lieben Doktors gucken sie da an und Blutdruck ist okay und da ist ihre Temperatur schon besser. Und sie hat ein HB von 13,8, aber sie hat 18.400 Leukozyten. Bisschen Bauchschmäh. Bisschen Bauchschmerzen hätte ich schon, die nach Hause zu schicken. Gerade weil sie nur 132.000 Plättchen hat und das auch nur ungefähr halb normal haben sollte. Es steht, eine Urinprobe konnte nicht gewonnen werden. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass er keinen Bock hatte zum Pinkeln oder nicht konnte, aber das ist so dargestellt. So hat man sie nach Hause geschickt. Und dann war sie schon abgehauen, dann kommen andere Laborwerte zurück. Und sie hat einen Harnstoff von 17 Milligramm pro Deziliter, das ist erhöht, und ihr Kreatinin ist 230 Mikromol pro Liter. Also sie hat im Prinzip Acute Kidney Injury Stadion 3. Macht kein Urin anscheinend und hat einen Krea-Anstieg, der hat sich verdreifacht. So holt man die wieder rein und guckt die nochmal an und kriegt auch ein Blutbild und dann ist ein bisschen anämisch geworden und das Blutbild sieht so aus. Das wird aber im Fallbericht nicht abgebildet, das habe ich von der Literatur geklaut. Und was wir hier sehen, sind lauter Schistocyten. Und würde man vielleicht einem einfallen, die könnte thrombozytopenische Mikroangiopathie haben. Und das ist auch der Fall.
Und dann hat man, es ist eine Asthmatikerin, nennt Monte Lucas, und alles nicht so ganz so klar. Und was die Ursache von diesem TMA ist, nicht eindeutig. Und man nimmt eine vorsichtige Anamnese. Und vor 15 Monaten hatte sie auch ein bisschen Unbehaglichkeit, nachdem sie einen Wodka-Tonic getrunken hatte. Und es stellt sich raus, bei dieser Party hat sie einen Wodka-Tonic getrunken und wenige Stunden danach dieses Syndrom entwickelt. Und das wird hier alles ausführlich diskutiert. Und ich wusste gar nicht, mir war dies eigentlich nicht bekannt, aber Antikörper gegen kininabhängige Antikörper, die gleichzeitig dann das Oberflächenglykoprotein GP2B3A, das auf Plättchen sich befindet, sind bekannt. Das sind mehrere hundert Fälle in der Literatur über dieses Problem. Und das löst eine thrombozytopenische Mikroangiopathie aus. Die wurde auch dialysiert und ähnliches und hat sich ohne Eculizumab aber wieder erholt. Und ihre Nierenfunktion hat sich dann normalisiert und ihr sind dann Gin und Tonics und ähnliches dann abgeraten worden. Fand ich auch ganz interessant. Dann in Lancet, was es jetzt wieder gibt, die haben ja 2 Wochen Pause gemacht, ruhen sich aus vom Brexit. Aber jetzt sind sie wieder da und hier ist eine Auswertung an 20 Millionen Leute in allen Ländern der Welt und die Fragestellung ist, was passiert mit dem Blutdruck? Und erstaunlicherweise in den reichen Ländern fallen systolische und diastolische Blutdruckwerte. Ob das die Sonnenflecken dafür verantwortlich sind oder weiß ich nicht. Aber in den armen Ländern steigen die Blutdruckwerte. Ob wir da ein schlechtes Gewissen haben müssen, ist mir nicht genau bekannt. Aber wenn wir uns das angucken hier, High Income Asia Pacific fällt, South Asia nicht so wohlhabend steigt und Oceania steigt, die sind anscheinend. Ich meine, wenn man den Durchschnitt anguckt, sieht es ziemlich langweilig aus, aber es stellt sich raus, dass in den armen Ländern wird alles schlechter und in den reichen Ländern wird alles besser. Hätte ich vielleicht auch so erwartet. Und das kann man hier dann diskutieren, wie die Länder sich dann über die Zeit verändern. Und dass systolischer und diastolischer Blutdruck schon Korrelationen im üblichen aufweisen, bisschen dieses Alters korrigiert und dass Blutdruckwerte dann auch mit dem Auftreten von Hypertonus korreliert sind, das wussten wir auch schon. Und das ist im Prinzip der Gag an dieser Auswertung, dass in den reichen Ländern werden die Sachen besser und in armen Ländern werden die Sachen schlechter. Aber gibt es eine Diskussion, also ich meine, ist das ein Ernährungseffekt? Ja, weiß der Teufel. Die Ernährung ist ja in den reichen Ländern wenigstens von was ich lese, nicht unbedingt besser geworden. Weniger Fischöl, mehr Big Macs und Body Mass Index steigt und in Amerika fällt sogar die Lebenserwartung in letzter Zeit. Aber ich weiß es nicht. Ja, macht Fleisch Hochdruck? Weiß ich nicht. Gut, sollte, vielleicht kommt darauf an, wie viel Salz drauf ist. Weiß ich auch nicht. Regorafenib ist ein Multikinase-Inhibitor, der vielleicht Patienten mit Krebs helfen könnte und für das hepatozelluläre Karzinom, was in Fernost häufiger ist als hier, wird Sorafenib häufig angewendet und diese Patienten, ganze Haufen von denen, beinahe 500 Stück, sind Sorafenib-resistent geworden bei ihrem hepatozellulären Karzinom und den haben dann entweder Regorafenib oder Placebo gekriegt plus alles, was sie sonst noch bekommen für dieses unglückliche Krankheitsbild. Und siehe da, die Leute, die Regorafenib bekommen haben, sieht alles immer noch ziemlich duster aus, finde ich, über 33 Monate. Aber da waren mehr von denen noch da im Vergleich zu die Placebo bekommen hat. Und das war für unterschiedliche
Untergruppierung von dem hepatozellulären Karzinom gleich oder nicht signifikant unterschiedlich. So hat man mit Regorafenib, vielleicht sollte man den anstatt den Sorafenib zu geben, sofort Regorafenib verordnen, aber vielleicht wird dann ein Vergleich zwischen diesen beiden Möglichkeiten dann in der Zukunft durchgeführt. Atezolizumab ist ein PD-L1 gerichteter Antikörper, programmierter Zelltod 1. Und die Idee hier ist, die T-Zellen zu aktivieren, sodass sie Tumor angreifen. Und dies ist hier angewendet worden bei Patienten mit Urothelkarzinom, die nicht für Cisplatin in Frage kommen. Das sind leider viele Patienten, insbesondere wenn sie eingeschränkte Nierenfunktionen haben, dann kommen sie nicht für Cisplatin in Frage. Und die Idee ist, vielleicht könnte man denen was anderes bieten. So haben diese 119 Patienten, die für Cisplatin nicht in Frage kamen, alle diesen Anti-PD-L1-Antikörper bekommen. Und viele sind etwas besser geworden, manche aber auch nicht. Und hier ist der Schlüssel dafür, weitere fortschreitende Krankheit, stabile Krankheit oder Verbesserung, Verkleinerung des Tumors. Und naja, ewig haben sie nicht gelebt, aber es scheint so der Fall zu sein, dass diese Therapie vielleicht diesen Patienten etwas anbieten könnte. So behaupten die Autoren. Und das letzte, wieder mal Zika-Virus. Es geht hier um einen 26-jährigen Mann, der hat Puerto Rico besucht und hat tatsächlich Zika-Virus-Infektion bekommen. Hier geht es natürlich nicht um Schwangerschaft, weil es ja ein männlicher Patient ist. Und man hat den untersucht, ob er Dengue-Virus hatte oder Chikungunya. Und der war positiv für Zika-Virus. Dann entwickelt er ein rotes Auge. Aber eigentlich sein Sehvermögen ist normal geblieben. Hat man da reingeguckt und was er hier hat, ist eine Chorioretinitis. Und Chorioretinitis ist beschrieben bei Zika-Virus-Patienten, aber in den Föten, die das dann übertragen bekommen haben während der Schwangerschaft. Aber hier ist ein Patient, einfaches Auftreten von Chorioretinitis nach Zika-Virus-Infektion. Und das konnte dann auch mit dieser neueren Methode, die Kohärenztomographie, hier nachgewiesen werden. Man sieht hier Schwellungen, die hier stattfinden. Aber dieses ophthalmoskopische Bild ist eindeutig für Chorioretinitis. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.